Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner VfB Stuttgart Managerkarriere. Wir beginnen direkt mal mit der Partie gegen den FC Bayern München. Das heißt, Vierter sind wir und die Bayern nur Achter. Die hatten nicht so einen souveränen Start wie wir und deswegen ja, hoffen wir natürlich trotzdem auf einen Sieg. Auf jeden Fall beginnen die Bayern mit einer 4-2-3-1-Formation. Wir beginnen mit unserer absoluten Top-11. Natürlich bis auf Führich, denn der ist der Einzige, der hier keine Ausdauer hat. Moment, Führich, genau. Und da darf dann Rossi von Anfang an beginnen, denn der war in den letzten Partien ja doch schon ein Überraschungskandidat bei uns. Genau, und wir beginnen auch direkt mal hier mit den ganzen Sachen und dann gehen wir auch rein und wollen natürlich 3 Punkte mitnehmen, denn wir wollen ja schon im Titelkampf eine Rolle spielen. Das heißt, wir müssen uns hier durchsetzen, um weiterhin vorne mitzuspielen. Silas jetzt über den Flügel, rennt erstmal durch, immer noch Silas, sieht Gerassi, Gerassi legt auf für 100 und der steuert dann Manuel Neuer. Die Münchner im Angriff, Jamal Musiala wird zum Fall gebracht im 16-Meter-Raum, dafür gibt es die gelbe Karte für Ito in der 28. Spielminute und obendrauf einen Elfmeter. Das war natürlich nicht gut von mir auch, als auch von Ito. Damit steht jetzt Harry Kane bereit. Er zieht ab und trifft leider. Und damit führt der FC Bayern München mit 1:0 zur 28. Spielminute. Die Münchner im Angriff über den Flügel. Weiter mal Anton hebt extrem das Abseits auf. Und jetzt gibt es den nächsten Elfmeter. Diesmal war es weiter mal Anton. Wieder steht Harry Kane bereit. Und wieder läuft er an und zieht ab und trifft zum Glück nur den Pfosten. Und damit ist erstmal zumindest die Situation entschärft. Wir machen weiterhin Druck, um hier diese Möglichkeit zu verwehren. Und Wagnumann erobert den Ball. Arne Engels sieht jetzt hier Brian. Sehr starker Ball. Brian zieht ab. Neuer mit der Riesenparade. Die Bayern im Angriff. Ito wieder mit einem Foulspiel. Dafür muss es Gelb-Rot geben. Es gibt Gelb-Rot. Wahnsinn. Ito, 2 Riesenfehler. Und jetzt gibt es den 3. Elfmeter. Wieder mal steht Harry Kane bereit. Zieht ab. Und diesmal pariert Nübel. 3 Elfmeter. Einer ging nur rein. Sehr stark. Eckball für die Bayern. Joshua Kimmich führt den kurz aus. Auf Jamal Musiala. Wir konnten den Spieler zumindest stören. Immer noch der Münchner Spieler unterwegs. Weiter mal Anton. Wurde geschlagen. Jetzt wird rübergelegt. Nübel wieder Glanzparade. Und anschließend wird der Ball abgeblockt. Und immer noch nicht geklärt. Aber jetzt. Mittelstädt über den Flügel. Immer noch Mittelstädt. Sieht jetzt hier Dennis Undav. Der liegt auch für Gerasti. Der hat freie Schussbahn. Und die nutzt er auch in der 73. Spielminute. Gleichen wir damit in Unterzahl aus. Boah, die Münchner haben die Lücke gefunden. Immer noch die Münchner. Und leider treffen sie in der 84. Spielminute. Die Bayern jetzt über den Flügel. Vor Bayern Mittelstädt. Und jetzt nochmal Bayern München. Auch hier treffen sie Thomas Müller. Ja, am Ende war die rote Karte halt einfach entscheidend. Und fehlt ein Mann auf dem Platz. Die Partie wurde abgepfiffen und am Ende war es halt einfach der eine Mann, der gefehlt hat. Natürlich hatten wir weniger Ausdauer, dann auch Nachteile. Trotzdem haben wir ausgeglichen, das war sehr stark. Aber Ito war eine katastrophale Leistung. Also er hat 2 Elfmeter verursacht und das, ja, geht einfach nicht. Vor allem nicht, wenn man schon gelb vorbelastet ist, nochmal so in den Zweikampf reinzugehen. Nach der Partie blicken wir auf die Bundesliga-Tabelle. Auf dem 4. Platz sind wir geblieben. Die Eisernen sind auf Platz 1 mit 21 Punkten. Danach kommt der BVB mit 20 Punkten. Dann Leverkusen mit 19. Ja, genauso wie Stuttgart und die Bayern. Dann kommt Leipzig, Köln, Wolfsburg, Gladbach, Hoffenheim, Frankfurt, Hannover, Darmstadt 98, Freiburg, Schalke 04, Mainz 05, Werder Bremen. Und auf den letzten Platz, Punkt gleich dahinter, kommen die Augsburger. Wir gehen rein in die nächste Partie. Diese bestreiten wir in der Champions League. Da sieht alles recht gut aus. Aus 3 Partien 7 Punkte damit auf Platz 1. Ist absolut zufriedenstellend. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie. Die Reds beginnen mit einer 4-3-3-Formation. Wir beginnen mit unserer absoluten Top 11. Hoffentlich. Nee, daraus wird leider nichts. Ich werde hier schnell was ändern. Die Elf ist angepasst. Der einzigste Spieler, der extrem angeschlagen ist, ist Gerassi. Ja, da wollte ich jetzt einfach nicht Pereira spielen lassen gegen Liverpool. Das ist nämlich hier ein bisschen zu heftig. Aber wir gehen jetzt trotzdem rein. Natürlich müssen wir irgendwann dann Pereira einwechseln für Gerassi. Aber vorerst
gehen wir erstmal mit Gerassi in diese Partie und natürlich möchten wir uns hier durchsetzen. Brian jetzt über den Flügel, immer noch Brian sieht Höhler, Höhler hat Freiraum gefunden, der sieht Gerassi und der scheitert an Alisson. Die Reds im 16 Meter Raum, Richards ist da, um den Ball wieder direkt wieder zu verlieren, was macht er denn da? Ja, und dann kassieren wir natürlich den Treffer in der 12. Spielminute, unglücklich von Chris Richards. Ja, und Darwin nun jetzt nutzt es aus und trifft. Fürich über den Flügel, immer noch Chris Fürich, sieht Gerafi, Gerafi trifft nur den Pfosten. Brian probiert's, Höhler probiert's und jetzt wieder Brian. Aber alle restlichen Schüsse wurden abgeblockt von den Gegenspielern. Gerassi jetzt am Ball, Gerassi sieht Höhler, Höhler frei, Höhler trifft, denn er schießt vorbei an Alisson Becker und damit gleicht er aus. Liverpool im Angriff, Richards ist aber da, um vielleicht die Situation zu entschärfen, das schafft er leider nicht, denn Nübel kommt vorbei, auch Sidilla schafft es nicht, aber Nübel hält zweimal souverän, sehr starke Leistung in dieser Szene. Höhler auf Reis, Reis sieht jetzt Sidilla, Sidilla, Pfosten, Alisson, Eigentor vom eigenen Mann und dann machen wir hier den Führungstreffer, ein bisschen komisch und auch glücklich, aber damit holen wir die Führung in der 40. Spielminute. Liverpool im Angriff über Mo Salah und Chris Richards verursacht hier diesen Elfmeter, dafür gibt es die gelbe Karte und das war ein bisschen zu hart, hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Ja, leider keine Chance in dieser Szene auf den Ball. Mo Salah stellt seinen Körper rein. Sehr unglücklich, dass im richtigen Moment Mo Salah dazwischen geht. Und der steht auch direkt mal bereit für diesen Elfmeter. Läuft jetzt an. Immer noch Mo Salah. Er trifft und gleicht aus. Die Reds im Angriff haben die Lücke gefunden. Nübel, Glanzparade und jetzt nochmal Mo Salah. Und der geht leider rein. Pereira am Ball. Pereira sieht unten Fürich. Sehr starker Ball. Fürich zieht ab. Alisson pariert. Diese Partie wurde abgepfiffen. Wir verlieren mit 2:3 gegen den FC Liverpool. Die nächste Partie. Und so langsam brauchen wir mal wieder einen Sieg, um überhaupt die Moral wieder ja, am Boden zu halten. Und diese ist gegen Wolfsburg. Das ist jetzt vielleicht nicht so die Partie, die man sich erhofft. Gegen Tabellenplatz 8. Die beginnen mit einer 4-3-3-Formation. Wir beginnen mit unserer absoluten Top-11. Hoffentlich. Ja, leider nicht, denn Ito, stimmt, hat die rote Karte, habe ich schon wieder leicht vergessen. Dafür darf Madsen sein Startelf Comeback geben. Gerassi bleibt auch mal zu Hause, beziehungsweise auf der... Nee, der bleibt zu Hause. Brian hat sich beschwert wegen seiner Spielzeit. Der wollte unbedingt jetzt wechseln, warum auch immer. Denn der teilt sich eigentlich recht gut immer die Spielzeit mit Silas. Ja, und dann... haben wir höchstwahrscheinlich auch einen Verkauf im Winter mit Brian. Ich hoffe natürlich nicht, aber ja, so ist es halt leider. Und damit gehen wir jetzt aber rein mit dieser Info und wollen natürlich hier die Moral, wie gesagt, nach oben bringen. Deswegen brauchen wir jetzt einen Sieg und das auswärts in Wolfsburg. Arne Engels am Ball, immer noch Arne Engels, sieht jetzt hier mit Fürich starten, sehr starker Pass, Fürich ist durch, trifft in Minute 4 und macht den ersten Treffer. Eckball für uns, Angelo Stiller bringt die Hereingabe rein auf Höhler, der kommt zum Kopfball und trifft nur die Latte. Vielleicht jetzt nochmal Chris Fürich aus der Distanz oder auch Wagnumann, aber dann wird abgepfiffen. Wagnumann über den Flügel, Wagnumann sieht Chris Fürich, Fürich! Und Castells, der hier pariert. Wolfsburg über den Flügel. Mittelstädt, sehr starkes Zweikampfverhalten. Kontermöglichkeit für uns. Fürich sprintet nach vorne und hat freies Feld jetzt erstmal zu laufen. Von hinten kommt Patrick Wimmer bloß angelaufen. Und das extrem schnell. Immer noch aber Fürich. Chris Fürich mit dem nächsten Treffer in Minute 37. Höhler sieht Fürich, Fürich ist durch, Fürich per Lupfer mit dem nächsten Treffer und das direkt nach seinen vorherigen Treffer. Arne Engels läuft nach vorne zusammen mit Höhler, der bekommt jetzt den Ball, geht vorbei an den Gegenspieler. Immer noch Höhler hat die Lücke gefunden, schießt das Tor in der 70. Spielminute. Macht dadurch Tor Nummer 4. Diese Partie wurde abgepfiffen. Wir gewinnen auswärts ganz souverän mit 4:0. Warum auch immer es jetzt hier geklappt hat, bin ich sehr ja, überrascht darüber. Aber wir konnten 3 Punkte mitnehmen und das, wie gesagt, sehr souverän. Und darüber kann man sich erfreuen. Und gegen den BVB holen wir einen Unentschieden in Höhe von 2:2, was auf jeden Fall in Ordnung ist. Die nächste Partie bestreiten wir wieder in der Champions League gegen den Tabellenvierten Dynamo Kiew. Die beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation. Wir beginnen mit
unserer absoluten B11. Denn hier haben wieder einige Spieler keine Ausdauer. So, dass wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen. Einzigste Spieler, die Ausdauerprobleme haben und drin geblieben sind, ist Angelo Steller und Waldemar Anton. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Heimpartie. Wollen uns natürlich hier durchsetzen gegen Dynamo Kiew, gegen die Ukrainer und wollen hier natürlich 3 Punkte mitnehmen. Das ist auch schon fast ein Pflichtziel. Höhler jetzt auf Brian Saragossa. Der war richtig stark gespielt. Saragossa ist jetzt hier durch. Saragossa aus dem Winkel trifft er vom Pfosten aus und damit bringt er uns die Führung. Didi ja über den Flügel sieht Pereira, der legt auf für Arne Engels, der sieht Rossi. Rossi scheitert am Torhüter leider. Wieder Mukiev über den Flügel, Katterbach macht Druck, auch andere Spieler, trotzdem kommt der Schuss durch Nübel, der jetzt hier hält. Eckball jetzt für Dynamo Kiew. Die Ukrainer bringen die Hereingabe rein und ja, er wurde geklärt. Aber auf den Gegner, jetzt kommt der Schuss, der war aber zu mittig. Nübel bringt ihn direkt wieder rein und auf den gegnerischen Spieler, was natürlich nicht so gut ist. Und jetzt hier die Riesenmöglichkeit, Fehler von Nübel, dann der schnelle Pass nach vorne und leider auch der Treffer. Eckball für uns, Tempelmann mit der Hereingabe auf Höhler. Höhler kommt nicht zum Abschluss. Pereira köpft ihn zurück auf Arne Engels, der sieht jetzt hier Maras, warum auch immer der jetzt immer noch da vorne ist, der sieht auf jeden Fall wieder Arne Engels. Engels sieht Tempelmann. Tempelmann auf Pereira. Pereira! Wunderschöner Schuss. Und damit macht er hier den Führungstreffer. Dynamo Kiew über den Flügel. Ortega macht Druck, schafft es nicht dazwischen zu kommen. Tempelmann hilft aus. Auch der kommt nicht an den Ball. Somit drehen sie einfach mal auf und treffen in der 80. Spielminute. Freistoß für die Ukrainer. Der Spieler bringt jetzt die Hereingabe rein und der Spieler kommt zum Kopfball und jetzt drehen sie einfach mal diese Partie und das ist schlecht von uns. Die Partie wurde abgepfiffen. Wir verlieren gegen Dynamo Kiew und das ist ja wirklich schlecht gelaufen. Brian Saragossa wurde verkauft, Liga intern, an Leipzig für 37,5 Millionen. Und wie viel Geld geben Sie uns bitte? Wir beschweren uns nicht, wir nehmen gerne das Geld an. Und ich habe noch nicht mal das Maximum rausgeholt, denn ich hätte locker noch 40 Millionen bieten können. Denn ja, Brighton hat auch geboten, da ging es für 40 Millionen, hier jetzt eher weniger, aber trotzdem ist das schon ein herber Abgang. Ich habe eigentlich fest mit ihnen eingeplant, wollte eher Silas verkaufen, aber ja, jetzt müssen wir uns nach einem anderen rechten Mittelfeld umschauen. Gegen Gladbach in der Bundesliga konnten wir uns dafür aber durchsetzen und gewinnen knapp mit 2:1, auch mit einem verschossenen Elfmeter. In allen Wettbewerben ist es wirklich extrem eng. Man sieht es allein schon in der Bundesliga. Zwischen Platz 1 und Platz 5 trennen sich nur 2 Punkte. Leverkusen ist aktuell auf Platz 1 mit 28 Punkten, genauso wie Union Berlin und der FC Bayern München haben 28 Punkte. Danach kommt Leipzig mit 27 und wir auf Platz 5 mit 26 Punkten. Ja, das, wie gesagt, ist extrem knapp. 2 Punkte hinter uns, der BVB, dann kommt ein kleiner Abstand von 4 Punkten, dann kommen nämlich die Hoffenheimer und Wolfsburg, dann danach kommt dann Köln, Gladbach, Frankfurt, Darmstadt, Schalke, Hannover, Freiburg, Mainz 05, Werder Bremen und auf den letzten Platz mit 6 Punkten ist der FCA. Aber nicht nur da ist es knapp, sondern auch in der Champions League. Denn wenn man sich hier mal unsere Gruppenphasentabelle ansieht, dann merkt man schon, ja, die letzte Partie wird alles entscheiden. Denn wir haben 7 Punkte. Liverpool hat 7 Punkte, Dynamo Kiew hat 7 Punkte und der AC Milan hat 6 Punkte. Das heißt, jeder hat Chancen auf das Weiterkommen. Wenn Dynamo Kiew gewinnt, ja, dann sind sie weiter. Wenn Liverpool gewinnt, sind sie weiter. Wenn wir gewinnen, sind wir weiter. Wenn der AC Milan in der letzten Partie gegen uns gewinnt, ist der AC Milan weiter. Also wirklich, es ist total eng. Ich bin auch sehr gespannt, was passieren würde, wenn beide unentschieden spielen. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber wäre schon sehr interessant. Ja, wie gesagt, das erleben wir aber alles in der nächsten Folge. Beginnen werden wir dann mit der Partie gegen den ersten FC Köln. Danach spielen wir auch schon die letzte Champions League Spiel. Das letzte Champions League Spiel. Langsam und ordentlich. Gegen den AC Milan. Dann spielen wir gegen Darmstadt 98 und die letzte Partie vor dem Wintertransferphase. Vor der Wintertransferphase spielen wir dann gegen Leverkusen. Das war es aber natürlich noch nicht. Es gibt 2 weitere Partien. Einmal gegen Hannover 96 dann noch und einmal gegen RB Leipzig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.